Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es kommt immer mal wieder die Frage nach meinen Nähutensilien und welche ich davon dann besonders gerne und besonders auch wofür nutze. Und ich werde da jetzt mal eine kleine Reihe starten und meine liebsten Nähhelfer vorstellen. Heute mache ich mal das Türchen zu meinem Nähfußschrank auf und werde dir meine liebsten Nähfüße zeigen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, dann starten wir mal als erstes mit der Vorstellung. genau, das ist neben dem normalen Fuß der von mir am meisten benutzte Fuß. Das ist der Blindstichfuß und den nehme ich zum Absteppen von Kanten. Also das funktioniert richtig schön durch die Führung unten und der ist bei mir auch im Lieferumfang mit dabei gewesen. Genau, Nummer 2. Das ist der Overlock-Fuß. Den benutze ich relativ selten, weil ich eine Overlock-Maschine habe und dann lieber die benutze, ganz klar. Der war auch mit dabei im Lieferumfang. Und dann noch einer, der im Lieferumfang dabei ist, das ist hier der für den Reißverschluss der Nähfuß. Und ja, klar, kennt auch jeder, ne? Und logisch, tut super Dienste. Genau, da fehlt mir sogar ein Schräubchen. Keine Ahnung, wo das hin ist. Da muss ich mal auf die Suche gehen. Genau, dazu gekauft habe ich mir die folgenden 4. Und zwar Nummer 1, eigentlich total sinnlos, aber ich hasse es, Knöpfe mit der Hand anzunähen. Das ist ein Knopflochfuß. Oder nicht Knopfloch, ein Knopfannähfuß. und ja, mega praktisch für mich. Klar, wer gerne mit Hand annäht, für den ist das natürlich überhaupt nichts. Der nächste Nähfuß, für mich äußerst wichtig, weil ich ja auch viele Schnittmuster habe, mit Biesen. Das ist ein Biesenfuß, den gibt es in verschiedenen Ausführungen und in verschiedenen Breiten. Und der wird zusammen mit einer Zwillingsnadel benutzt, aber das zeige ich ja gleich noch. Genau, also sehr wichtig. Biesen finde ich total schön und die verfeinern jedes Kleidungsstück. Und es gibt ja auch so ein, zwei Schnittmuster von mir, wo die eben auch dabei sind. Und dann dieser hier, das war mal so ein kurzer Ausflug ins Quilten von mir. hat sich auch schon wieder gelegt. genau, der ist in Inch und das hat sich wirklich bemerkbar gemacht beim Nähen. Nutze ich jetzt nicht mehr. Könnte man natürlich auch super, super zum Absteppen von Kanten nehmen. Ne? Also zeige ich nachher gleich nochmal. Und der ist neu in meiner Sammlung. Mit dem übe ich noch. Das ist ein Rollsaumfuß. Der ist auch mega praktisch und macht richtig schöne Rollsäume, wenn man denn den Dreh raus hat. Aber wie gesagt, ich übe noch. Ja, das wird man gleich sehen. Genau. Soweit zu meinem ja, Fundus. Stimmt ja gar nicht. Ich habe ja noch, das ist hier der normale, die 1, also der universelle Nähfuß, von dem ich auch schon den zweiten habe, weil der erste irgendwie abhanden gekommen ist. Keine Ahnung. Obwohl er eigentlich immer dran ist. Ne? Also wie gesagt, das ist so der am allerhäufigsten genutzte. Und einer, der ist ganz versteckt, genau. Auf den lohnt sich aber auch ein Blick. Und der will einfach nicht rein. Aber gut, ich probiere es halt, ne? genau, ein anderer Fuß, den ich sehr liebe, ist mein Knopflochfuß. Und das ist echt wirklich wichtig. Also wenn ihr eine Maschine kauft, das ist ja immer gerne ein Angstgegner, so ein Knopfloch. Und da trennen sich auch wirklich die Spreu vom Weizen. Mit meiner Maschine funktioniert das top und da ist der Fuß nicht schuldlos dran. Also wenn man nach einer neuen Maschine guckt, dann würde ich da mir das immer vorführen lassen und gucken, dass das auch problemlos funktioniert. Sonst hat mein Schränkchen nicht mehr so viel mehr. Doch Öl und Ersatzteile, aber naja, so weit, so gut.
So, ich starte mal hier mit dem Universalfuß, würde ich ihn jetzt einfach mal nennen. Hat bestimmt auch einen Fachausdruck, aber den weiß ich gerade nicht. und das ist so mein ganz normaler Alltag. Ne? Also ich nähe zwei Lagen Stoff zusammen und möchte dann irgendwie die Nahtzugabe schön befestigen. Und jetzt kommt nämlich schon der Blindstichfuß ins Spiel. Da sieht man das, ne? Das schlappert dann immer so rum. Normalerweise sind die natürlich bei Kleidung noch versäubert. Das habe ich jetzt hier mal weggelassen, aber dann geht es schon los. Und auch das ist was, wo ich beim Neukauf drauf achten würde, wie schnell man und wie einfach man diese Nähfüße wechseln kann. Ne? Das ist halt hier auch super und das macht das Ganze total problemlos und dann macht man es nämlich auch. Wenn das da ein Gefummel und Geschraube ist, da macht das auch keinen Spaß. Obwohl halt wirklich die meisten Maschinen schon so ein Klicksystem haben. Genau, und jetzt habe ich, glaube ich, die Maschine nochmal gedreht. Ich lasse das jetzt auch einfach mal so durchlaufen. Das ist echt gar nicht so einfach, da eine schöne Sicht hinzukriegen, wenn man da noch filmt und nicht andauernd die Kamera irgendwie verrückeln will. Ne? Genau, hier mit diesem Blindstichfuß, das ist die Nummer 5. Der funktioniert eben für mich total super. Der ist dabei beim Lieferumfang. Den hat auch wirklich fast jede Maschine mit dabei. Ich muss die Nadel hier dann jeweils zu der Seite, wo jetzt dann auch unten die Nahtzugabe hingeklappt ist, rüberstellen. Und dann fährt der so richtig schön in der Führung lang. Und man kriegt eine ganz, ganz, ganz tolle Naht hin. Und das sieht richtig schön sauber aus. Ich habe mich schlau gemacht und es gibt den auch noch als Schmalkantenfuß in der, das ist dann da bei Bernina die Nummer 10. Die haben den Unterschied, mit meiner Nummer 5, also dem Blindstichfuß, kann ich keinen Zickzackstich machen. Das gibt das Loch nicht her hinten, ne? Also da würde ich dann in den Fuß reinstechen. Wenn man damit gerne auch mit Zickzackstich arbeiten möchte, dann müsste man einen Schmalkantenfuß nehmen. Ja. Also hier, das sieht richtig schön aus und das mag ich auch wirklich sehr gerne. Es eignet sich perfekt jetzt nicht nur an solchen Kanten, sondern eben auch für Knopfleisten, für Kragen. Ne? Also an allen Stellen, wo man einfach nochmal ganz sauber was absteppen will. Und jetzt habe ich hier nochmal meinen Quiltfuß genommen. Weil der eigentlich auch total clever ist dafür. Der hat natürlich jetzt mehr Abstand. Das ist dann nicht, die Naht ist nicht so klein, ne? Also nicht so nah dran. Wichtig ist natürlich auch immer, wenn man den Blindstichfuß benutzt hat, hinterher bei mir die Nadel wieder in die Mitte zu verstellen. Also das vergesse ich dann noch manchmal gerne. Ne? Und dann näht er natürlich nicht da, wo er soll. Aber jetzt kann man hier, der läuft ja da auch schön an der Kante lang, und dann kann man da eben nochmal eine zweite Naht dran setzen oder eben in einer, ja, in einem Stück breiteren Abstand da das Ganze feststeppen. Und das passt eben auch noch super mit dem Zentimeter hinten von der Nahtzugabe, ne? Also das mag ich sehr, sehr gerne und das sieht auch richtig toll aus, finde ich. So, dann jetzt der schnelle Wechsel zu meinem Liebling, dem Knopfannähfuß. ja, das kann man auch mit einem normalen Nähfuß machen, das zeige ich gleich. Aber der ist einfach schön, weil man komplett drauf gucken kann. Und die Nähmaschineneinstellung muss sein ein Zickzackstich und der darf sich nicht vorwärts bewegen, ne? Also der sollte auf der Stelle nähen, weil sonst bringt es ja nichts. Aber hier sieht man eben wunderbar, ne? Das kann man da zwischen positionieren, zwischen den Knopflöchern und dann probiere ich immer mit dem Handrad, ob die Einstellung vom Zickzackstich passt und funktioniert. Das muss einmal so getestet werden. Das hat man aber relativ schnell raus, wie das von der Breite her und von der Einstellung ist. Und dann muss man eigentlich nur noch Gas geben. Und dann ist der ruckzuck angenäht. Ah, nochmal ein bisschen nachjustieren, ne?
Ja, wie gesagt, es ist nicht so einfach, da die richtige Position zu finden, aber es macht auch keinen Sinn, das Video jetzt hier noch fünfmal zu schneiden, ne? Also da nehmen. Und noch ein Vorteil hier, ne? Man zieht das raus und man hat da durch die Befestigung oder durch diesen, ach, was, Metallstab da in der Mitte, wie man das auch nennt, halt jetzt ein bisschen Luft und der Knopf ist nicht so pressknall angenäht, ne? Also da kann man auch super das Ganze dann in ein Knopfloch einfügen. Jetzt quasi nach hinten die Fäden durchziehen und dann zusammenknoten. Passt wunderbar. Und ja, das geht natürlich auch mit einem normalen Nähfuß. Bei dem ist es jetzt sogar ein bisschen schwieriger, weil der nicht transparent ist. Aber es gibt ja Nähfüße, die haben vorne quasi, wo man lang näht, das ist da transparent. Dann würde man die Knopflöcher auch besser sehen. Hier ist es jetzt wirklich so ein bisschen Gefummel und Gesuche. Aber sowas bekommt man auch mit einem Standard-Nähfuß hin. Ja, wie gesagt, mit meinem sehe ich es einfach ein bisschen besser. Weiter geht's mit meiner neuesten Errungenschaft und das sieht man auch gleich. Ich habe da noch nicht so ganz den Dreh raus, aber so viel sei gesagt, gerade so an Tüchern, also andersrum, die Overlock, die näht ja bei einem Rollsaum immer einmal komplett den Faden außenrum. Und natürlich kann man den passend oder auch im Kontrast zum Tuch zum Beispiel wählen oder unten als Rockabschluss da nochmal eine schöne Kante reinsetzen. Aber das will man halt nicht immer. Und bei Feinstoffen ist es halt auch schön, wenn da einfach ein ganz, ganz kleiner Saum dran ist, ne? Und das macht der Fuß hier. Also einmal einfädeln und dann auch hinten durch. Habe ich es jetzt schon mal falsch gemacht, ne? Also da hinten rein. Und die Krux an der Sache ist, den Stoff richtig zu positionieren und zu führen. Der Anfang funktioniert meist nicht so dolle. Also da kann man auch gerne einen quasi noch ein Stück anderes Stoff hinlegen, sodass der dann quasi schon schön eingerollt in das Kleidungsstück oder in das Stück Stoff eben reinnäht, was den Rollsaum kriegen soll. Das ist am Anfang echt Gefummel und probieren und richtiges Einfädeln. Wenn man dann das Ganze aber da gut rumgelegt hat, dann sieht das richtig schön aus. Gut, ich hätte es jetzt hier falsch rum positioniert, ne? Also das sollte ja eigentlich auf die Rückseite. Also auch hier wird der Saum natürlich auf die linke Seite umgeschlagen, aber das ist mir jetzt im Eifer des Gefechts nicht aufgefallen. Und dann muss man da jetzt immer so ein bisschen den Zug haben, ne? Da habe ich es jetzt eingefummelt. Und wenn man dann da den Zug so gut hält, dass ich das da schön eindrehen kann, dann sieht man, wie hinten so richtig schön der gelegte Saum rauskommt. Und das ist richtig, richtig toll bei Feinstoffen. Ja, und gibt eine wunderschöne Abschlusskante. Und da ist er, mein Liebling, der Biesenfuß. Und wer da plant, was zu nähen, dem empfehle ich das wirklich. Also auch Nähfüße kosten ja nicht unbedingt die Welt. Also klar, hier bei meiner Maschine ist das eine etwas teurere Anschaffung. Da liegen die um die 30, 40 €. Aber die gibt es auch bei anderen Maschinen schon für 10 € und das lohnt sich, ne? Also es ist wirklich eine Arbeitserleichterung und ja, man kriegt es halt wunderbar gleichmäßig hin.
Und das ist, wenn man die ganz regulär bügelt und dann absteppt an der Kante, das ist immer ein bisschen schwieriger, ne? Es hat allerdings schon ein anderes Aussehen. Also eine Biese, die gebügelt und abgenäht wird, die kommt stärker raus und ist markanter insgesamt als eine Biese, die mit einem Biesenfuß genäht wird. Und das zeige ich auch gleich mal. Wichtig ist hier, da steht immer auf der Verpackung vom Biesenfuß drauf, welche Größe der Zwillingsnadel man benutzen muss, damit die Biese sich eben auch legt. Der Stoff wird ja so ein bisschen zusammengeschoben während des Nähens und dann näht die Zwillingsnadel eben rechts und links vorbei. Und wichtig ist natürlich auch, und das ist jetzt mir hier passiert, ne, der Faden sollte sich eben nicht um die Nadel rumwickeln. Ne? Also da wirklich aufpassen, sonst wird das mit der Zwillingsnadel auch sehr fummelig und dann reißen die Fäden sehr schnell. Ne? Zack, schon wieder. Alles nicht so einfach. Ja, genau. Also hier, jetzt wird mit drei Fäden genäht. Ein Unterfaden und von oben zwei. Und der Fuß hat ja unten die Rillen. Da wird der Stoff zusammengeschoben und die Nadeln nähen dann quasi die Biese zusammen. Erst nochmal positionieren. Aber ich finde gleich was Gutes. Und ich habe jetzt hier auch extra mal den gemusterten Stoff genommen, weil ich oft die Frage bekomme, ach, sieht das denn überhaupt aus, wenn man zum Beispiel Finas Kleid näht und das Ganze dann ein Muster hat, der Stoff? Bitte ausprobieren, machen. Das sieht total toll aus und da ist auch fast die Struktur des Stoffes egal und auch das Muster, weil die Biesen ja sehr, sehr klein abgenäht werden. Also hier haben wir jetzt insgesamt, glaube ich, 3 mm oder 4. Das ist nicht viel und er bleibt ja erhalten. Er wird ja nur zusammengeschoben. Das Muster ist eben trotzdem noch erkennbar, ne? Und hier habe ich das jetzt mal auf der Rückseite genäht. Man sieht schon richtig schön, wie das hinten sich zusammenschiebt und eben herauskommt. Und auf der Rückseite der Biese sieht man eben, wie das Ganze vom Unterfaden so ein bisschen verschlungen wird und eben nicht ganz so fest ist, als wenn man die Biese eben abbügeln würde. Ne? Aber hier, das sieht doch richtig schön aus. Ich nähe jetzt hier auch noch mal eine auf der Vorderseite, gerade weil das Muster da ist und damit man sieht, dass das überhaupt kein Thema ist. Und wenn man jetzt eben sich die Biese auch markiert, ne, so mit Kopierpapier zum Beispiel, dann hat man ja den einen Strich, kann da super schnell lang nähen und dann ist das auch ganz flugs erledigt mit dem Biesenfuß. Und hier das Beispiel. Das macht überhaupt nichts aus, der Stoff, ne? Wie er dann gemustert ist, das ist völlig egal, weil der Stoff ja da bleibt. Wir nähen es ja nicht wie bei einem Abnäher ab, sondern ja, er wird ja quasi nur herausgehoben. Und hier mein anderer Liebling. Also wirklich Liebling, weil ich war, oh, ich glaube, es geht aber jedem so, ne? Knopfloch nähen ist schon echt. Da hat man immer Schiss vor und das ist ja auch, ich meine, das Teilungsstück ist fertig und das ist dann so das Letzte, was man näht und wenn man es dann versaut, das wäre halt wirklich, oh, ist immer so ärgerlich, ne? Deshalb wirklich, also das ist so ein Ding, wo ich sage, das hat mir das Leben einfach gemacht, ne? Hier an der Seite. Das ist auch, glaube ich, bei jedem Knopflochfuß so. Da stellt man die Länge ein, die man haben möchte. Und ich habe jetzt hier auch mal mit Absicht, auch zum Zeigen, sogar ein automatisches Knopfloch gewählt. Auch die anderen normalen Knopflöcher werden eben genauso genäht. Das heißt, jetzt sieht man das da oben so ein bisschen. Das kommt jetzt, glaube ich, beim Nähen. Da ist ein, neben der Nadel ist ein roter Strich. Und jetzt näht eben die Maschine erstmal runter. Und wenn sich die zwei roten Striche treffen,
das passiert jetzt bald, dann muss ich kurz anhalten. Und zwar gleich. Und sagt der Maschine, okay, so zack, bis hier. Jetzt wird der Knopf gedrückt und die Maschine weiß, dass ab jetzt quasi das Knopfloch zu Ende ist und jetzt wird rückwärts genäht. Und dann wird das Knopfloch auch ganz alleine fertig genäht. Ein Träumchen. Und wie gesagt, wichtig ist vielleicht auch vorher scharfe Nadel reinmachen, ne? Also, dass das gut läuft. Denn auch, klar, ein Knopfloch auftrennen ist sehr äußerst unangenehm, weil eben da doch auch eng genäht wird. Soll ja später halten. Und ja, hier ist dann das Knopfloch fertig. Und zack, sieht wunderbar aus. Jetzt muss es nur noch aufgeschnitten werden und gut ist. Und das automatische Knopfloch, was ich mir jetzt eingestellt habe, das funktioniert folgendermaßen. Die Maschine hat sich jetzt gemerkt, wie weit oder wie groß das Knopfloch eben genäht wird. Und ich habe ihr ja gesagt, wann sie rückwärts nähen soll und das Knopfloch fertigstellen soll. Und wenn ich jetzt eben an einer Knopfleiste 4, 5, 6 Knopflöcher habe, dann kann ich jetzt mir die markieren, kann einfach neu ansetzen und jetzt in einem Rutsch durchnähen, ohne ihr irgendwas zu sagen. Jetzt wird quasi das gleiche Knopfloch von oben nochmal genäht. Ja, und das macht die Arbeit natürlich wunderbar einfach, ganz toll gleichmäßig und man braucht sich wirklich gar keine Gedanken mehr darum machen, dass das dann nachher auch passt. Ne? Also finde ich total klasse und ich nutze auch Knopflöcher echt gerne so an Hoodies oder, ne, weil ich mag es zum Beispiel überhaupt nicht, Ösen irgendwo einzuschlagen. Da, ne, einfach ein Knopfloch. Funktioniert auch super. Ja, und das war er schon, mein Blick in mein Nähfußschränkchen. Also ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und ja, kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welches dein Lieblingsnähfuß ist, auf den du überhaupt nicht verzichten kannst. Ich lerne da immer gern noch dazu. Und ansonsten bitte gerne abonnieren und bis zum nächsten Mal. Tschüss!